Ja, das sieht. Okay, der hat 167 HP, das kriegen wir niemals. Ne. Auch wenn wir defensiver vorgehen, schaffen wir das nicht. Kacke, ey. Seid gegrüßt und willkommen zur 5. Episode meiner Punch Club Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir gehen am besten mal nach Hause, weil wir haben irgendwie nicht. Oh, vielleicht sollten wir einkaufen gehen. Mit dem Bus. Wir sind ein Buskind heute mal. Kaufen wir uns erstmal. Wir haben noch genug. Okay, wir fahren direkt nach Hause. Mein Fehler. Zu Fuß. Da. Erstmal ein bisschen essen. Gut, zweimal essen, ja, ne? Ja, müssten wir können, ja. Wird nichts verschwendet so? Perfekt. Dann legen wir uns kurz hier auf unser tolles Schlafsofa. Ruhen uns etwas aus. Hoffen, dass der Tag nicht vorüber ist und die 6 Stärke verschwinden. Wir müssen unbedingt trainieren. Danach ein bisschen arbeiten gehen. Vielleicht noch ein bisschen essen. Okay, Stärke wird geblieben sein, so ganz knapp. Das ist gut. Oh, oder auch nicht. Okay, wir ruhen uns einmal komplett aus. Gehen zum Kühlschrank. Essen ein Steak. Ja, dann gehen wir in die Muckibude und trainieren uns wieder ein wenig hoch, würde ich sagen. Ja, 10 Dollar, wir gehen mal hier dran. Stärke und Ausdauer trainieren. Scheiß auf Trefferchance mit Geschicklichkeit. Wir müssen die Gegner nicht treffen, müssen einfach nur lang genug aushalten. Nee, das müssen wir auch so ein bisschen höher kriegen. Ich würde das hier gerne auf 5 haben oder so, dass es auf diesen Skill hier bekommt, dass es nicht runtergeht. Oh, wir sind zu lang. Dass es halt nicht mehr unter 4 fallen kann, wie ich das hier auch habe. Ich hätte das hier nicht nehmen dürfen, dass es unter 4 nicht fallen kann. Ich hätte hierfür eins nehmen sollen, was halt sowieso runtergeht. Weil Stärke würde ich ja immer trainieren wollen. Also bei meinem, ich sag mal, Bild, so wie ich mir das vorgestellt habe. Gehen wir mal hier ein bisschen Stärke noch trainieren. Ist der Tag auch gleich vorbei. Danach müssen wir wohl oder übel Geld verdienen gehen. Auf der Baustelle würde ich sagen. Wir sind ja recht glücklich. Machen wir hier noch ein bisschen was von Ausdauer und Stärke hoch. Was können wir denn hier? Ach so, Kampf, bla bla bla. Will ich jetzt nicht. Mach weiter. Okay, das reicht. Dann gehen wir hier hin. Schauen mal, wie viel wir damit machen können. Oh, ist das gut. Hat direkt schon mal 50 drin nach der Hälfte der Arbeit. Okay, unser Sättigungslevel reicht vielleicht noch aus für weitere 50. Komm, das schaffst du. Jawohl, es reicht. Dann auf in den Supermarkt, mit dem Bus natürlich, bevor wir überfallen werden. Verdammte Scheiße. Herr mit dem Geld, sagt er. Tipp. Hey du, Held, vielleicht wäre es besser, erst deine Werte im Fitnessstudio zu verbessern, bevor du dir ein Fitnessstudio zu Hause errichtest. Es gibt miese Typen auf den Straßen, durchtrainiert zu sein. Was? Es gibt miese Typen auf der Straßen, durchtrainiert zu sein, hilft dir mit ihnen fertig zu werden, wenn du in der Klemme steckst. Ja, okay, ich sollte nicht so viel Geld ansparen, heißt das also. Okay. Komm doch und hol es dir. Du verteidigst dein Geld. Habe ich das jetzt geschafft, oder was? Also, okay. 636, okay, der hat mehr Ausdauer. Das ist kacke. Aber wir machen Blocken und den Kinnhaken und ausweichen. Vielleicht schaffen wir es. Oh Gott, gut geblockt. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du Angriffe erfolgreich abwehrst. Erhöht aber auch deinen Energieverbrauch. Das könnte zu unserem Vorteil sein. Kühler Kopf. Wird einer deiner Schläge von deinem Gegner geblockt, kosten weitere Schläge 25% weniger Energie. Wow. Oh, schwierig, ey. Okay, ich nehme Blocken raus, nehme dafür den normalen Schlag dazu. Wir wollen ihm ja nicht den Vorteil gewähren, dass er häufiger zuschlagen kann. Wir machen das mal wieder etwas schneller. Okay, er trifft uns zu häufig, aber wir treffen auch ganz gut. Ja, das sieht... Okay, der hat 167 HP, das kriegen wir niemals. Ne, auch wenn wir defensiver vorgehen, schaffen wir das nicht. Kacke, ey. Ich hoffe, der nimmt mir nicht alles ab. Oh Mann, ey, was eine Scheiße. Ja, gut, das war gut. Okay, wir nehmen den Kinnhaken vielleicht raus. Und dafür nehmen wir dann die Verteidigung wieder rein. Genau, so machen wir das am besten. Verteidigung ist hier. Genau, das nehmen wir. So,
Ja, ich habe eingestellt hier und mache weiter. Oh Gott, wir verlieren das Haus hoch. Ja. Der hat jetzt so viel AP, wie wir am Anfang hatten, ungefähr fast. Nee. Was ist das denn hier für eine Linie? Okay, achso, Runde 2 ist die Abgrenzung. Ja, wie viel Geld haben wir verloren? Die Hälfte. Okay, wir haben die Hälfte verteidigt. So kann man es auch sehen. Oh, ich hätte einfach das... egal. Ach, scheiße, ey. Jetzt habe ich weniger Geld als vorher. Auf nach Hause. Natürlich wieder zweimal essen. Dann ausruhen. Ey, wir müssen echt mehr trainieren und kämpfen. Wieso mehr verloren? What? Na, ich melde mich schon mal an hier. Und ich könnte direkt kämpfen. Okay, wir trainieren. Hallo? Leg dich erstmal. Ach so, du hast schon genug gepennt. Steh auf! Ah! Trainieren gehen. Komm, geh rein hier. Dann. Na, das hier. Genau, Stärke und Ausdauer will ich haben. Dann müsste ich mal eben in den Talentbaum schauen. Wie viel? Ja, wir haben nur 2 Punkte. Wir können uns nicht so. Wir müssen irgendwie Punkte durch Kämpfe verdienen. Okay, jetzt geht sie hier ran. Das waren jetzt nicht so gute Erfahrungspunkte, die wir bekommen haben. Okay, auf 5, das ist gut. Komm, gucken, dass wir Stärke noch hochkriegen. Na, werden wir nicht auf 7 kriegen, bevor der Tag vorüber ist. Und wir müssen hier den Kampf annehmen. Okay, das wird zu knapp kämpfen. Okay, 2, 5, 3. Das könnte klappen. Okay, der hat eine sehr viel bessere Trefferchance. Ey, die brauche ich auch. Okay. Oh Gott, Schlaghagel, Mutti. Oh Gott. Die Abwehr deines Gegners ist 25% weniger effektiv. Okay. Er tritt. Oh Gott. Ein gutes Ausweichen. Ein Tritt. Tiefer Tritt. Okay, er tritt. Eine Techniker. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ausweichst, ist höher und mehr Geschick abhängig. Also warte mal, das hier war gegen Abwehr. Okay, generell Abwehr. Okay, wir nehmen das raus, machen hier noch den Kinnhaken rein. Und Fight. Wieder auf 2. Okay, das... Oh ja, das ist gut. Oh ja, das gefällt mir. Ja, wir treffen den. Warum treffen wir den so oft? What the fuck? Der hat doch eine höhere Trefferchance gehabt. Oh Mann, voll gut. Joho, weiter drauf. Oh, wir schaffen es in der ersten Runde vielleicht noch. Alter, wie gut. Oh, schade. Zweite Runde. Machen wir ihn kalt. Easy. Komm. Du schaffst es. Hallo? Nein. Oh, oh, der hat aber gut aufgeholt, ne? Alter. Oh, oh. Schlag doch zu. Okay, wir müssen das hier wegnehmen. Wir gehen hier noch ausweichen dazu. Fuck, ey. Er hat auch keine Energie mehr. Das wird das Problem gewesen sein. Wow. Wir verlieren es doch noch. Oder? Oh oh. Oh nein. Alter. Alter, was ist mit dir? Ey, du hast so gut angefangen, Mann. Jetzt hast du keine Energie mehr. Scheiße, ey. Ja, das haben wir verloren. Eindeutig. Kacke. Ja, ich kann halt nichts anderes machen. Ja. Oh, warte. Wenn du noch ein paar Kombos triffst, dann hast du den. Oh, Alter. Komm. Oh Gott. Ich kann es nicht mit ansehen. Ja, toll. Verloren, aber wir kriegen Punkte. 2 nur, das reicht nicht. Und 20 Dollar. Wuhu. Und erstmal total am Sack. Ja, wow. Verletzung. Du wurdest verletzt. Du brauchst etwas Ruhe. Natürlich. Neuer Effekt. Hirnerschütterung. Du fühlst dich wie immer. Komisch, dass dein Training weniger effektiv als sonst ist. Ja, richtig geil. Nicht. Ja, dann... Holen wir uns eine Pizza. Für ein bisschen Leben und Dings und arbeiten hier mal eine Runde. Hm, ja, wir müssen die hier nehmen, weil sie regeneriert 10 Leben. Wir haben ein bisschen verloren. Komm, wir nehmen noch eine. Was soll's. Okay, dann gucken, dass wir ein bisschen hier ausliefern. Da, da, ja. Oh, wir haben... Ja, das ist wieder runter. 4, das war klar.
Mann. Ja, komm, wir stoppen das mal eben hier. Dann gehen wir zum Supermarkt. Holen uns hier wieder Fleisch zweimal, damit wir 5 im Kühlschrank haben. Dann natürlich wieder trainieren. Wir wollen ja nichts verlieren. An Punkten. Wobei das jetzt schwierig wird durch die Gehirnerschütterung 4 Tage lang. Ey, Kacke. Oh Mann, du fühlst dich wie immer, ja. Toll. Oh, schon ineffektiv geworden. Ineffizient, effektiv. Kennt jemand den Unterschied? Rein damit in die Kommentare. Komm, hau fester drauf oder was weiß ich. Oh Gott. Kriegt ja gar nichts hin. Ja, komm, das wird dir jetzt helfen, oder? Moment, war hier auch Ausdauer am Springseil? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, hier ist Ausdauer. Hier ist Geschick und Stärke oder Ausdauer. Also, wir gucken jetzt mal. Da. Seichenspringen, okay. Ausdauer und Geschick. Ja, sinnvoll. Jetzt haben wir Hunger. Fahren wir also nach Hause. Ja, wir laufen. Ja, ein bisschen was verloren. Dann hau erstmal rein. Direkt zweimal, das passt. Dann legst du dich mal eine Runde hin. Ja, glücklich machen wir dich mit einem Kampf, würde ich sagen. Trainingskampf vielleicht eher gesagt. Oder wir lassen nicht arbeiten. Ich weiß es nicht, wir lassen nicht arbeiten. Wirst du zwar unglücklich, aber was soll's. Okay, wenn ich wieder so viel Geld habe, investiere ich es in die Steaks. So können wir es nicht verlieren. Oh, schon wieder ein Tag verloren, rum. Ja, unglückliche Punkte, ich weiß. Ich will aber 100 eben haben. Stopp. Dann hierhin. Okay, unter 200 wird man wohl nicht überfallen. So. Und... Nee, den nicht, oder doch? Nee. Wir machen es anders. Wir schicken ihn hierhin. Lassen wir ihn hier noch eine Runde austeilen, solange das reicht. Ich glaube nämlich, wir haben das hier schon angefangen, genau. Und das geht halt schneller und verbraucht weniger. So machen wir dann nochmal 30. Ja, wir lassen das mal auslaufen hier. Haben wir noch einen Tag verloren? Scheiß drauf. Das hier wird ja nicht runtergehen, oder doch? Jetzt habe ich doch Angst, dass es auf 5 geht. Oh, aber das hier ist runtergegangen. Kacke, die Geschicklichkeit. Ich mache das auch noch voll. So, stopp. Dann nach Hause. Mit dem Bus, ja. An den Kühlschrank. Oh Gott. Ey, du musst richtig viel jetzt pennen und schlafen. Das wirst du nicht lange machen können, dich erholen können. Ja, du musst pennen. Wusste ich's doch. Oh Mann, was ist jetzt los? Okay, egal. Da. Ja, wie machen wir das am besten, ey? Ja, hier die... Es reicht nicht mit 4 Punkten, ne? Ne. 7. Oh Gott, und das hier, ja. Das hier wollte ich haben, genau. Ausdauer, nicht unter 4 und das hier, ne, und das hier, genau. Ja, aber dafür brauche ich erst... oder kann ich das direkt... Achso, ich brauche mehr Geschick, genau. Ja, hast du ausgeschlafen? Gut, dann Fernsehen. Machen wir heute einen freien Tag wieder. Verlieren wir halt Punkte. Ja, dieser Überfall hat mich irgendwie zurückgeschlagen. Dadurch fehlt halt das Geld und man kennt es ja. Okay, jetzt aber hier trainieren gehen. Oder können wir hier mit ihm wieder trainieren? Warte mal. Oh, Handpads? Was bringt das denn? 15 Dollar? Was macht denn das? Mal eben gucken, was das überhaupt bringt. Machen wir alle Schläge. Okay. Voll gut. Macht dich das jetzt glücklich? Oh, das gibt auch Punkte. What? Hätte ich das mal vorher gewusst. Ein Übungskampf, was macht das? Alter, warum ist das also teuer? Nö, wir gehen erstmal trainieren. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Interessant. Oh, was denn jetzt wieder? Warum bist du so unglücklich?
Jetzt haben wir aber $10 bezahlt. Du bleibst es hier gefälligst. Och, ernsthaft, ey. Es dauert das ewig lange, bis irgendwas passiert an den... Oh. Okay, guck mal, dass wir geschickt auch noch zeitgleich mit hoch... Ja, genau. Mach weiter, los. Oh, ist das auch noch auf 5 gefallen, die Stärke. Oh, Mann. Typ, ey. Wir wollten doch nicht unter... Mann. So, kriegen wir jetzt aber wieder auf 6 hoch. Okay, es sind aber keine traurigen Punkte mehr. Jetzt hat er wieder Hunger. Der Arsch, ey. Komm, geh mal hier hin. Ich will so einen Trainingskampf machen. Übungskampf. Was? Alter. Dann halt nicht. Ja, los, dahin. Fleisch kaufen. Und, ja, müssen nach Hause hinlegen und essen. Können wieder zweimal essen, dann hinlegen. Ah, da hat er gleich wieder Punkte verloren. Oh, Mann. Oh, unsere Generschütterung ist auch weg. Aha. Ja, wir gehen hier arbeiten. Zu Fuß. Ja, ist eh egal. Zeit ist eh rum vom Tag. Starten. Ja, wieder hier auf 1 gefallen. Oh, so treffe ich doch nie was. Ich darf halt nicht Ausdauer trainieren, habe ich so das Gefühl. Es bringt mir ja nichts, wenn ich Energie habe, aber nichts treffe. Oh, Mann, ey. Na, wir müssen jetzt Geschick trainieren und Stärke irgendwie. Ich glaube, das macht nur Geschick. Auch gut. Stärke können wir hier trainieren. Oh, das ist halt getrennt. Gehst mal hier dran boxen. Oh, ich will auf 6 Punkte kommen hier bei Stärke. Komm, das kriegst du hin. Oh, hat er wieder Hunger, ey, der Typ. Dann holen wir dir wieder etwas Fleisch. Eigentlich können wir alles in Fleisch investieren. Was? Die Kühlschrank ist voll. Wow. Okay. Auf nach Haus. Oder wir gehen hier hin. Gucken, dass wir hier etwas zu essen kriegen für $21 am besten. Ne, nicht ausliefern. Pizza bestellen. 16, ja, wir nehmen hier die günstigere. Dann fahren wir ein Stückchen. Ich will so nicht in den Kampf gehen. Kann doch nicht sein, ey. Melden. Letzter Tag in 2 Tagen. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir jetzt hin. Ich glaube an dich. Okay, wieder zweimal essen. Ausruhen. Erstmal hier. Dann schlafen. Nee, ausruhen. Essen, schlafen. Aber wieder Punkte verloren. Oh, Mann. Okay, wir machen Liegestütz. Damit wir wenigstens ein bisschen trainiert haben. Und hoffentlich nicht zu viel verlieren. Dafür wäre es halt praktisch, wenn man so ein Trainingsgedöns zu Hause hätte. Wird nichts bringen. Also kaum was. Nee, nicht essen, nicht essen, nicht essen dahin. Muss ich ausruhen. Ja, das ist wieder runtergegangen. Morgen müsste ein Kampf sein. Morgen, genau. Was kann ich denn hier sehen? Oh, Bill Spark, der ist runtergegangen. 3-2-3, den müsste ich locker kriegen. Ich muss aber unbedingt gucken, dass ich mehr Geschick bekomme. Ich treffe halt kaum. Das ist das größte Problem. Ich darf nicht auf Ausdauer gehen. Kacke. Das war ein Fehler. Nee. Bringt nichts, wenn ich noch eins esse. Wir müssen aber trainieren jetzt. Ja, wir müssen fahren.
Und wir müssen die 10 Dollar ausgeben und dann gehen wir... Was macht das hier nochmal? Ich hoffe, Geschick irgendwie. Okay, Ausdauer. Ja, machen wir 4. Das macht nur Ausdauer hoch, Kacke. Okay, wir gehen generell hier dran, alles trainieren. Dass wir hier vielleicht auf 5 kommen, aber die Ausdauer... Na, warte, wir gehen jetzt hier dran. Dann machen wir Stärke und Geschick oder nur Geschick. Auch gut, Stärke können wir hier trainieren. Oh fuck, wir müssen mal richtig aufholen jetzt. Die letzten paar Minuten oder Stunden vom Tag. Ich bin froh, dass man hier von dem Geld nicht noch irgendwie Miete zahlen muss oder so. Das wäre echt abfuck. Okay, das ist wieder runtergegangen auf 3, aber so schlimm ist das noch nicht. Ja, die Stärke will ich echt hochkriegen. Da führt kein Weg dran vorbei. Okay, erst hier dran. Ich will nämlich treffen können. Das macht dann auch die Ausdauer wieder auf 4. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht dann. Was wäre echt geil, wenn das noch auf 3 hochgehen würde mit dem Geschick. Okay, geht nicht mehr so hoch. Schlecht. Hier kommt kein Geschick mit hoch, ne? Na, müssen wir wohl hier... Oh nein. Okay, wir gehen mal an den Automaten und kaufen uns was Teures. Eine Energy Drink, ne? Für 14. Oh Gott, wir können doch nicht mehr ins Gym danach. Oh oh. Wow, das hat für einen Schlag gereicht. Nicht dein Ernst, ey. Ja, dann gehen wir wohl zum Kampf. Was kann ich denn hier sehen? Ah, sehe ich nicht, okay. Also gehen wir zum richtigen Kampf. Oh, hier muss ich aber aufpassen. So, also, ja, der weicht aus und tritt und schlägt. Also machen wir mal das hier. Dann Kinnhaken und den. Weil der hat nicht so viel. 2-1-2. Den müssten wir aber echt gut umhauen können. Okay, ich sag jetzt mal auch, dass es gut aussieht gerade. Aber eben hat sich ja auch das Blatt gewendet. Aber das sieht sehr gut aus gerade. Ja, der kriegt kaum Schaden bei uns rein. Ja, 5, 2, 4. Ja, 6 hätte ich ja eigentlich, ne? Er trifft ein bisschen häufiger. Aber das hilft ihm nicht. Ja. Gut, jetzt haben wir ein paar Punkte mehr. 4 sogar dazu bekommen. So. Das heißt, ich kann mir hier was Neues holen. Und zwar... Ja, Dauerläufer. Ja, das habe ich ja noch nicht hoch. Also kann ich das hier machen. Er wird es niemals unter 4 sinken. Das ist richtig gut. Dann kann ich mich nämlich besser auf Geschick konzentrieren. Dass ich da etwas aufbaue. Ich hätte zwar gern schneller hier so einen Weg freigeschaltet. Den Weg des Bären oder so. Oder des Tigers. Aber, naja. So, dann müssen wir wohl anmelden. Nee. Wir müssen Kohle ranholen hier. Ah, ich habe ja keine Energie. Scheiße. Ich habe auch kein Geld. Ich muss nach Hause laufen, fahren. Ach komm, wir fahren mit dem Bus. Verbraucht nicht so viel Zeit. Oh Mann. Aber meine Zeit ist jetzt auch vorbei mit euch. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, dürft ihr sie natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu dalassen. Und um keine weiteren Folgen zu verpassen, dürft ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.